Echo oder LED zugegleistert, was nur geht. Ich werde hier jetzt noch ein bisschen Isolierband rumwickeln. Da unten hängt auch schon der Schmodder dran. Und dann werde ich wahrscheinlich Feierabend machen. Tja, warum geht der Drehzahlmesser nicht? Ist der vorher gegangen? Da muss ich gleich mal in die Videos reingucken. So, Testlauf von der ersten Zündspule. Somit lasse ich es eigentlich für heute gut sein. Und schaue jetzt echt einmal rein, ob der Drehzahlmesser vorher beim letzten Laufen gegangen ist. Komisch. Ja klar ist der Drehzahlmesser vorher gegangen. Eine Originalzündspule habe ich noch, die mache ich jetzt morgen mal schnell nochmal neu, reiß die nochmal raus und wenn dann der Drehzahlmesser wieder geht, dann verklebe ich die Zündspulen einfach ordentlich, mache da die neuen Stecker drauf und dann hat sich das erledigt mit neuen Zündspulen. So ein Rotz. Naja. Gut, plus minus habe ich nicht vertauscht, nein, da habe ich aufgepasst und sonst wäre es ja jetzt nicht so gelaufen. Was hängt da für ein Kabel rum? Da hängt das Kabel vom Kupplungszug, glaube ich, rum. Ne, vom Bremslichtschalter. Oh, unglaublich, unglaublich. Nee, das probiere ich jetzt morgen nochmal aus. Nochmal die andere Zündspule schnell rein. Und wenn dann der Drehzahlmesser wieder geht, hat sich das erledigt. Naja, in dem Sinne mache ich aber jetzt Feierabend. Endgültig heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist genügend Material. Und wie es Lichtgeflackere ist, das sehe ich beim Video bearbeiten. In dem Sinne, Tschaikowski, bis morgen. So Leute, neuer Tag, neues Glück, auf der Suche nach dem Fehler, warum der Drehzahlmesser nicht geht. Und bevor ich jetzt hier die Zündspule wieder rausreiße, mache ich mich erstmal hier drin schlau, Elektroplan, woher der Drehzahlmesser überhaupt sein Drehzahlsignal kriegt. Nicht, dass ich irgendwo aus Versehen irgendwie ein Kabel abgeklemmt habe, abgeknickt habe oder sonst irgendwas. Das suche ich jetzt erst einmal vorher. Und wenn alles nichts hilft, dann mache ich das mit der Zündspule. Hammerhart. Ich habe jetzt doch zuerst die Zündspule gewechselt. Weil das war jetzt das Einfachste, die schnell hinzumachen. Und das Drehzahlmesser geht wieder. Leck mich doch am Ärmel. Tja. Scheiß drauf. Keine neuen Zündspulen. Werde ich aber jetzt sie trotzdem an die Zündspulen überall die neuen Stecker hinmachen, an die alten, und dann die zusätzlich noch mit Silikon abdichten. Tja, dann bleiben halt die alten Zündspulen drin. Fertig, Punkt. Scheiße. Naja, Lehrgeld. Also, Fazit. Zubehörer, Zündspule, eBay, Arschlecken. Müll. Nie wieder. Den Stecker kann ich wieder wegmachen. Genau. Und dann, weil jetzt springt sie sofort an, wunderbar, super, spitze, geil, habe ich nämlich die Vermutung, dass die Zündspule hier einen Schlag weg hat. Weil mit der ist sie nicht so schön angesprungen wie jetzt mit der anderen Originalen. Weil ich, wie gesagt, eine hatte ich noch. Zündkerzenstecker jetzt alle neu drauf. Sahne. Nur jetzt habe ich gerade den letzten Sprit aus der Leitung rausgesaugt. Oder? Warte mal. Vielleicht kriege ich sie ja nochmal an, schnell. Sofort da, auf der Stelle. So soll es sein. So war es vorher. Gut. Ich verbinde es jetzt. Tu auch jetzt. Na komm.
Auch der Stecker hier hat einen Schlag weg. Das wieder abisolieren. Hier werde ich auf alle Fälle noch Silikon rumschmieren, dass da wirklich kein Wasser reindringen kann. Ja, hier ist die Halterung mal weggebrochen. Dann werde ich die Zündspule hier wieder festtackern mit Kabelbindern. Tja, und dann geht's weiter im Text. Genau, so machen wir das jetzt. So Leute, Zündspulen beide dran. Mit den neuen Steckern, Plastikabdeckung wieder neu. Hier muss ich mir noch überlegen, wie ich die Kabel jetzt einmal hier irgendwo ein bisschen besser verstecke. Vorm Tank, wahrscheinlich binde ich die hier unten hin. Ja, und ich habe halt keinen Bock mehr. Ich habe jetzt so oft in dieses scheiß Silikon reingelangt, dass ich so Bock nachher bin, schwarze Hände habe, einfach keine Lust mehr habe heute. Ne? Das hänge ich wahrscheinlich jetzt noch ans letzte Video hin. Und wenn nicht, gibt es ein extra Video. Ist mir wurscht. So, auf alle Fälle springt sie gleich an, auch wenn kein Tank angeschlossen ist. Ja, gut, jetzt ist der Sprit alle. Haha. So. Und ich sitze hier gerade, auf einem, na, kann man sehen, auf einem Karton. Karton. Ja, genau. Und was es mit dem Karton auf sich hat, was da drin ist, das erfahrt ihr in einem der kommenden Videos. Im nächsten möchte ich jetzt, ja, wenn ich dann ein bisschen mehr Zeit habe, da muss ich dann gleich anfangen und nicht erst wieder irgendwas anderes noch machen, werde ich gucken, dass ich das Moped warm laufen lasse und synchronisiere die Vergaser. Also mal Synchrometer hinhängen und dann mal gucke, wie sie saugen, wie sie laufen. Vielleicht laufen sie ja auch absolut synchron. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, die Vergaser waren ja beim Überholen. Und vielleicht hat sich das sehr gut hingebracht. Ich hoffe mal drauf. Aber ansonsten bin ich jetzt soweit mal zufrieden für heute. Und ich mache ganz einfach Feierabend. Leute, wir sehen uns. Entweder Schnitt, nächste Szene oder nächstes Video. Tschaikowski. Bis denne.